Die Rebellen scheinen außer den Maschinenzeichen auch ein Lager zu haben. Ich sehe lieber nach, was die vorhaben. Sie haben Reiterpatrouillen in der Gegend. Ich muss aufpassen. Ich wurde entdeckt. Durch das Tor komme ich jetzt nicht rein. Vielleicht führt noch ein Weg hinein. Der Fluss geht offenbar durchs Lager. Vielleicht komme ich so hinein.
Ich könnte diese Wand hochklettern. Vielleicht komme ich so ins Lager. Das war knapp. Um rauszufinden, was hier los ist, muss ich denjenigen finden, der die Leitung hat. Osaram, glaube ich. Bist du... Alles klar. Ich bin dir.
Falls sie einen Angriff auf Fahrlicht planen, muss ich ihn verhindern. Da sind so viele Schriftstellen. So viele Leute, die sie beanspruchen. Werde ich bald brauchen können.
Ich glaube, eins dieser Gebäude ist eine Kommandozentrale. Getreuerte Nacht, hört mich an! Man sagte mir, ein Soldat dieses Lagers habe einen der Söhne des Prometheus zum Streit provoziert. Ihr solltet lieber nicht vergessen, dass unsere Verbündeten uns die Maschinen liefern, auf denen wir zum Ruhm reiten werden. Der nächste Narr, der sich mit ihnen anlegt, wird ausgeweidet und wie Aas in die Wüste geworfen. Es gibt keine zweite Warnung. Wird das genügen? Ja, das sollte verhindern, dass deine Leute mit meinen aneinander geraten. Ich danke dir, Regala. Möge unser Weg zum Sieg führen. Regala arbeitet also nicht allein. Diese Söhne des Prometheus gaben ihr die Mittel zur Überbrückung von Maschinen. Eine Karte des Schreckens. Mit allen Bewegungen von und nach Fahrlicht. Die Schwachpunkte der Festung sind markiert. Sie haben Lohe zusammengetragen. Und mit der Menge da draußen können sie etwas Großes sprengen. Sie werden Fahrlicht sprengen. In das Loch wird eine ganze Armee reinpassen. Regala plant also, das Sonnenreich anzugreifen. Sofern sie eine ausreichend große Armee aufstellen kann. Gut, dass ich die Lohe gesprengt habe. Fahrlicht dürfte sicher sein. Fürs Erste. Schnee kann man schlecht sehen.
Willkommen zurück. Aloy, ich weiß, dass Theben dich aufgewühlt hat, aber wir haben noch ein Problem. Ist Beta oder der Anlage etwas passiert? Werden wir dich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Er hat sich stark im Brutstätten-Netzwerk ausgebreitet und wird immer mächtiger. Aber mit den wiederhergestellten Unterfunktionen können wir es immer noch schaffen, oder? Korrekt. Aber Hephaestus zu absorbieren wird länger dauern, als wir bisher angenommen haben. Und wie lang? Sogar mit meiner Omega-Freigabe schätze ich, dass wir 35 Stunden brauchen werden. Und mit jeder Stunde wird es wahrscheinlicher, dass die Zeniths uns entdecken. Zwei Kerne. Zwei Überbrückungen. Was, wenn wir die Verschmelzung von zwei Elisabeth Sobel-Klonen mit Omega-Freigabe durchführen lassen? Wie lange dauert es dann? Halb so lang? Hephaestus wäre auf zwei simultan agierende Betreiber nicht vorbereitet. Außerdem würde die Effizienz durch Synergie gesteigert. Berechnung läuft. Die Verschmelzung würde etwa 4,5 Stunden dauern. Okay. Barl, es sieht aus, als brauchten wir Beta bei Gemini. Meinst du, du kannst sie überreden? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's. Was ist mit der Ablenkung und den Impulsgeneratoren? Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Zeniths nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brutstätten feuere. Gut. Solange Erend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Aloy, mach dich besser auf den Weg. Betas Zustand ist schlecht. Okay. Schon okay. Ich kann ihn mir mal ansehen. Nee, das geht schon, wenn ich ein paar Mal mit dem Daumen drauf klopfe. Aloy. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, fürchte ich. Wir haben keine Wahl. Viel Glück. Beta, du musst mit uns kommen. Es geht nicht anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Allein in eine Zelle stecken. Eine Sklavin. Für immer. Baal und ich werden auch bei Gemini sein. Ich beschütze dich. Sobald wir Hephaestus haben, kommen wir hierher zurück. Die Zeniths werden uns nicht finden. Du musst keine Angst haben. Nein! Du kannst mich nicht beschützen. Niemand kann mich vor ihnen beschützen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance. Beta. Lass mich in Ruhe. Du verstehst nicht. Das stimmt. Das tue ich nicht. Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elisabeth würde. Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elisabeth mir fehlt. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Ich habe alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine Ausgestoßene, gemieden und isoliert, genau wie ich. Was ist der Unterschied? Was ist bei mir?
mir kaputt. Peter, du bist nicht kaputt. Peter, schau, dir fehlt kein Teil von Elizabeth. Der Unterschied ist, ich hatte ihn. Rost, er hat dich aufgezogen und trainiert, war aber nie liebevoll oder nett. An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Aber dann gab er sein Leben für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Es war, als wäre immer eine Stärke um mich gewesen. Und ist es noch. Sogar jetzt kann ich seine Stimme hören, wenn es eng wird. Erscheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Du musst nicht auf die Mission. Wir finden einen Weg. Ich gehe mit. Du sagst, du willst mich beschützen. Ich glaube dir. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Ja, sicher. Wenn es schief geht. Wenn die Zeniths uns finden, ich will nie wieder ihre Sklavin sein. Verstehst du das? Okay. Versprochen. Versprochen. Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Verschmelzung vorzubereiten, damit sie so effizient wie möglich wird. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich schwöre. Aloy, wenn du bereit bist, komm zu mir und sag Bescheid. Dann sollen sich die anderen auf die Mission vorbereiten. Unsterbliche von den Sternen? Sieht so aus. Was kommt noch? Zauberer? Vom Mond? Thank you.
Gerhard sagte, der alte Wachturm sei bei den Wasserfällen. Zeit, die Soldaten nach Hause zu schicken. Ich habe Schneeflocken im Gesicht. Da ist der Wachturm. Ich muss mit Kiva, ihrer Anführerin, sprechen. Es sieht aus, als ob die Soldaten Probleme hatten. Sie halten wohl gerade so durch. Wir sehen unsere Vorräte auf. Ja, Fleisch ist schon knapp. Und ja, eigentlich alles. Bist du Kiva? Bin ich. Und du bist die Fremde, die Regala Streiter bei der Gesandtschaft getötet hat. Der Sturmtrupp war da. Wir sahen das Duell. Pivallo schuldet mir immer noch Scherben. Oh, dann bedanke ich mich für dein Vertrauen. Kaplanin Gerra schickt mich. Zeit, nach Hause zu kommen. Dann ist Gerra verrückt. Der Kommandant wird uns nicht erlauben, unsere Posten zu verlassen. Nicht nach unserer Insubordination. Dinge am Bollwerk haben sich geändert. Tecote kann euch nicht mehr aufhalten. Wirklich? Er wurde endlich ein wenig gestutzt? Also gut. Das letzte Mitglied des Sturmtrupps ist am Turm auf dem Berg im Dienst. Ich rufe ihn zurück. Merkwürdig. Itzeko antwortet immer. Jemand von uns muss hochgehen. Ich komme da leicht hoch. Ich guck nach ihm. Das weiß ich zu schätzen. Der Aufstieg ist auf der anderen Seite der Wasserfälle. Bricht dir nicht das Genick, ja? Was ist hier los? Wir ziehen los. Zurück zum Bollwerk. Was du nicht sagst. Was ist mit der Zeko? Die Fremde wird nach ihm sehen. Das Ding sehe ich mir mal an. Warte, bis das die Gelehrten hören. Wir gehen in die Geschichtsbücher ein. Schön, dass du das Rätsel gelöst hast. Fühlt sich gut an. Probieren wir es aus. Wir müssen das alles richtig erzählen. Genau deswegen bin ich Gelehrter geworden.
anscheinend alle Arten von Nachrichten verschickt. In die ganze Welt. Hey, wir werden bald Hephaestus jagen. Alles klar mit dem Plan? Ich habe bereits die Position meiner Brutstätte. Gut. Ich hörte, du sprachst mit Beta. Das ging ja schnell. Es war nicht gerade ein leises Gespräch. Es gab ein paar Dinge, die gesagt werden mussten. Ohne Unkraut wächst eine gesunde Pflanze, wie die Otaru sagen. Ich sollte los. Sobald du nach Gemini aufbrechen willst, sag ich Bescheid. Aloy, alles in Ordnung mit dir und Peter? Klang, als hättet ihr beide lebhaft diskutiert. Wir hatten eine Menge zu bereden. Heißt das, dass sie mit uns nach Gemini kommt? Oh ja. Ich hoffe, du bist bereit, die sturste KI aller Zeiten zu beherrschen. Dafür ist das doch alles gewesen, oder? Hephaestus wird nicht kampflos untergehen. Hephaestus ist nur ein verirrtes Programm. Wir kämpfen um unser Überleben. Wenn du nervös bist, kann ich jederzeit die Göttin rufen. Witzig. Ich bin froh, dass du mitkommst, Val. Sicher, dass du nicht ganz dringend allein wohin musst? Kein Wegrennen mehr. Er hat die Tür wohl entriegeln können. Der Schmutz. Der ganze Schmutz, den wir erbringen mussten. Hologramme. Gaia, sagtest du nicht, die Daten hier seien verloren? Ich konnte aber die Vorrichtung so umfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Und das scheint genutzt zu werden. Aloy! Bei der Arbeit, verstehe. Es ist... einfach so viel. Ich meine, wir wussten, dass künstliche Wesen den Ahnen gedient haben, aber Gaia? Oh, sie ist erstaunlich. Und du, eine echte Reinkarnation einer Ahnen. Im genetischen Sinne natürlich, nicht wie der CEO in den letzten Tagen. Und da draußen sind noch weitere Ahnen, zurückgekehrt von jenseits der Sterne. Sicher, sie... versuchen uns zu töten, was nicht so toll ist. Und Eric Visser ist bei ihnen, was verstörend ist. Und dann ist da noch Hephaestus und... Okay, okay. Wie wär's, wenn wir eins nach dem anderen machen? Du hast recht. Ich schulde dir auch eine Erklärung. Für alles, was geschehen ist. In Landfall. Oh, und... falls du kurz Zeit hast, ich könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen. Du meintest, du benötigst Hilfe bei etwas? Ja. Als ich Daten aus dem Treibhaus durchsah, stieß ich auf Hinweise auf ein System der alten Welt im großen Delta. Es nennt sich Leviathan. Meine Leute entdeckten es vor Jahren. Ein weitläufiges Netz aus Flusstoren und ein Labyrinth unterirdischer Tunnel. Das Vermächtnis verriet, dass die Alten es gegen Fluten nutzten. Aber wir bekamen es nicht in Betrieb. Das ganze Ding ist abgeschaltet. Aber die Daten aus dem Treibhaus erwähnen die Forschungsanlage, in der Leviathan geschaffen wurde. Sie ist in San Francisco. Noch eine Pharaoh-Anlage? Nein. Leviathan ist ein Projekt von Aileen Sasaki, einer anderen Ahnin. So lehrt es uns zumindest das Vermächtnis. Wenn wir die Daten beschaffen, können wir vielleicht das System im großen Delta reparieren. Jedes Jahr hat meine Schwester Angst, wenn die Regenzeit beginnt. Mit Leviathan braucht sie das vielleicht nicht. Okay. Wo genau in San Francisco steht die Anlage? Das ist es ja. Aus den Daten geht nicht hervor, wo genau.
Aber einer unserer Wahrsager hat die Ruinen erkundet. Vielleicht weiß er's. Kommst du mit mir? Ich glaube, wo immer die Anlage steht... Also, du kannst Maschinen viel besser bekämpfen als ich. Natürlich. Ich gebe Bescheid, wenn ich in Landfall bin. Danke, Aloy. Ich sollte los. Natürlich. Bevor du das tust, ist alles in Ordnung? Es klang, als gäbe es ein Problem mit Beta und der Mission. Nicht mehr. Wir mussten nur ein paar Dinge besprechen. Einander zu verstehen, heißt die Wahrheit anzunehmen. Wie gesagt, ich gebe dir Bescheid, wenn ich in Landfall bin. Wir finden die Daten, die du brauchst. Ich danke dir. Wolltest du noch über was anderes sprechen? Macht dein Plan für die Landgötter Fortschritte? Ist der Neustartcode bereit? Ist er. Aber vor uns liegt harte Arbeit. Gaia hat mich gewarnt, dass die Landgötter in einem Netzwerk verbunden sind. Der Code muss an alle geschickt werden. Die meisten sind in Reinklang. Doch in den letzten Jahren sind 3 fortgezogen. So, Ti und Do. Wir müssen sie finden? Nein, wir wissen, wo sie sind. Sie sind schwer zu erreichen. So lief in einen See und versank. Do verschwand in einer gefährlichen Schlucht. Und Ti brach in einer Herde Maschinen zusammen. Okay, in Ordnung. Du gehst nach Reinklang und kümmerst dich um die Landgötter dort. Ich übernehme So, Ti und Do. Ich brauche ihre Positionen und den Neustartcode. Ich schicke dir die Daten zu. Mein Volk baute Schreine, wo die Landgötter gefallen sind. Wenn du sie siehst, bist du in der Nähe. Und nochmal. Danke für deine Hilfe. Wir lassen dein Volk nicht verhungern, so. Versprochen. Ich sag Bescheid, wenn ich den Neustartcode zu... Gut. Dich, Streiterin. Ich habe mich im Südwesten in der Nähe des Dorfs Salzbiss umgeschaut. Dort gibt es einen Ort mit Metallboden. Dahinter kann nichts Gutes stecken. Aufgepasst. Danke für die Warnung. Lass dir diese Chance zum Handeln nicht entgehen.
Könnte eine Brutstätte sein. Maschinenüberbrückungen. Wer bist du? Du entkommst mir nicht! Schmerz lässt nach. Hallo, helfen wir den Feind. Nacktmarken aus. Ich behalte sie erstmal. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Gib dir etwas! Sie dachten wohl, wir sind nicht vorbereitet. Bei mir läuft es auch nicht besonders. Hey!
Munition. Das nehme ich mir. Ich finde immer mehr Marco. Ich sollte sie den Senat zurückbringen. Vielleicht möchte sie jemand im Heim haben. Das ist uns doch nicht unnötig schwer. Hier drüben. Ich halte drauf. Jetzt Dornrücken überbrücken und reiten.
muss der Schrein des Landgottes Foto sein. Wo ist hinter den Ranken? Schauen wir uns das mal an. Ich muss zum Landgott hochklettern. Da, auf dem Vorsprung. Da, die Blume. Wenn sie deaktiviert ist, wird der Landgott frei von Ranken sein. Doch ich muss einen Weg hochfinden. Na also, ich sollte jetzt zur Höhle kommen. Ein Schreckflügelkadaver hat wohl die Blumen verloren und ist abgestürzt. Ich könnte seitlich an der Klippe hochklettern. Vielleicht komme ich so an die Metallblume. Jetzt muss ich nur die Ranken entfernen. Schon besser. Zeit, den Code zu installieren. Einen habe ich, noch zwei. So, bist du da? Ich bin hier, Aloy. Ich habe den Neustartcode bei Do installiert. Er war verwirrt, aber jetzt geht's ihm besser. Schön zu hören. Do kehrte Ende des Winters immer zur Heiligen Höhle zurück. Sein Fest kündigte also den Frühling an. Zu dieser Zeit schmiegte ich... Also gut, ich gehe nach Rheinklang und bringe den Landgöttern dort den Code. Jetzt sind sie alarmiert. Da braucht jemand Hilfe!
Eine Ruine der alten Welt. Vielleicht die, von der die Utaro in Rheinklang erzählt hat. Mal sehen, ob es drin etwas Nützliches gibt. Okay, was ist hier drin? Könnte nützlich sein.